Ich spüre das sehr, dass das ist schon sehr was Besonderes, wenn ein Lehrer wirklich vor Ort ist. Und in der Regel bist du auch dreimal die Woche da. Ja, also ich spüre das. Ich spüre das einfach. Das ist was anderes, ja. I can feel that it is ich wiederhole something. Mich jetzt, aber das ist sehr schwer in Worten noch zu sagen. Ich für mich spüre, dass deine Präsenz hier sehr stark. Das sind alles deine Schüler und ich sag mal so, die haben alle schon so eine Art, die schon so viele Jahre hier leben. Ich will jetzt nicht so Martial Arts mäßig das, aber ich habe so gedacht, ah ja, die haben alle schon einen schwarzen Gürtel. Vielleicht zweite Dan, dritte Dan. Die sind schon sehr lange in diesem Prozess. I find it makes a big difference and I can feel this, that this is a place where there's a living teacher and I feel very strongly your presence. And also you are here available 3 times a week. And I can feel, especially with the people who are here since a longer time, they all have a black belt. Ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht etwas theatralisch an oder ein bisschen zu nicht, aber die sind schon sehr mutig. Ich kann das für mich spüren, die sind wirklich, weil diese Konditionierung, die wir alle haben, ich habe zum Beispiel das auch nochmal gelesen von Meister Eckhart, ich bin ein großer Fan von Meister Eckhart, diese Konditionierung, dieses Attachment, diese Anhaftung wirklich zu töten, sage ich mal, oder das aufzulösen, das ist schon ein Job, weil ich weiß, dass wir alle so stark konditioniert sind. May sound a bit theatralic, but I really mean this. Yeah? I read Meister Eckhart. I'm a great fan from Meister Eckhart, and to really get rid of the attachment, this is a very big job. Yeah, and I can just only repeat it that I find the people enormously courageous. Mm-hmm. Yeah, and I think people don't really understand in Europe about having a guru or having a teacher. Yeah. Ich glaube, dass die Leute in Europa also dieses Prinzip, einen Lehrer zu haben, nicht wirklich verstehen. I mean, superficially, if there's a teacher living with a group of students, then he's trying to make them all think like him. Oberflächlich gesehen, this is what they're thinking. Yeah, this is. Oberflächlich gesehen denken die meisten Leute in Europa, dass wenn ein Lehrer mit seinen Schülern zusammenlebt, dass der möchte, dass die einfach alle so denken wie er. Like, you know, if he says jump off the jump into the river, everybody jumps in the river. Also no. wenn er sagt, spring in den Fluss, das springen alle in den Fluss. But of course, this is exactly opposite to the truth. Aber das ist natürlich genau entgegengesetzt der Wahrheit. Because the, you know, in the many years I've been involved with my own teacher, or now I'm also being a teacher. In den vielen Jahren, wo ich mit meinen Lehrern war, und jetzt bin ich ja selber ein Lehrer. Of course, it's nothing like that. Es ist natürlich überhaupt nicht so. It's more a passing on of an ancient wisdom. Es ist eher so, als ob so eine ganz althergebrachte Weisheit weitergegeben wird. Yeah. Which is not really that complicated. Die auch überhaupt nicht so kompliziert ist. But because it's in a way very simple, it's easy not to see it. Aber weil es so einfach ist, ist es ganz einfach, es auch einfach nicht zu sehen. And I know that in my own life, I needed two masters. Und in meinem eigenen Leben benötigte ich 2 Meister. So the first one had to take me from total stupidity. Also der erste, der musste mich aus der totalen Dummheit. Actually total arrogant stupidity. Aus der totalen arroganten Dummheit. When I was 30, you know, I thought, oh, I understood everything. Als ich 30 war, habe ich gedacht, ich verstehe alles. So I was very arrogant and really stupid. Ich war sehr arrogant und sehr dumm. And so I needed a master who was such a kind of powerful figure that I had to kind of surrender. Also benötigte ich einen Lehrer, der so eine kraftvolle, mächtige Figur war, dass ich mich einfach nur hingeben konnte. So my first master was Osho, who was a kind of grand master.
Mein erster Lehrer war Osho und der war so ein Supermeister. He kind of presented himself in a certain way. Der hat sich so auf eine bestimmte Art und Weise präsentiert. So I needed that experience to kind of make a big shift in my life. Und diese Erfahrung brauchte ich, um so eine große Wende in meinem Leben zu machen. And then years later, when the shift had happened and my life had completely changed in its direction. Und Jahre später, als diese Wende geschehen war und mein Leben in eine ganz andere Richtung gelaufen war, then a different kind of master was needed. Dann brauchte es einen anderen Lehrer. And the combination worked perfectly for me. Und diese Kombination, die war wirklich perfekt für mich. And somehow with all those years, because I spent about 20 years with these two men. Und in diesen ganzen Jahren, ich habe mit beiden Meistern 20 Jahre verbracht insgesamt. Of course I didn't end up, you know, like them. Bin ich am Ende natürlich nicht wie sie geworden. I ended up like what's here. Also ich bin so geworden, wie es eben hier ist. And so I discovered that I've got something to share that's from here. Und ich habe entdeckt, dass ich eben aus meinem Inneren heraus was zu teilen habe. So I think this is very important that people can understand there's an enormous value to work with a teacher. Also ich glaube, das ist wichtig, dass die Leute das verstehen, dass es ein unglaublich wertvoll ist, mit einem Lehrer zu arbeiten. But unfortunately we have in the society we have no models really. Aber in unserer Gesellschaft haben wir da nicht wirklich Modelle, so, Vorbilder, you know, für. It's very difficult to really understand how this relationship is working. Und weil es keine Vorbilder gibt, ist es wirklich schwierig zu verstehen, wie diese Beziehung funktioniert. Mm-hmm.